Liebe Schwestern und Brüder, während die deutschen Texte der Liturgie nach der letzten Erneuerung die beiden Begriffe austauschen, erlöse uns, so wie wir früher beteten in deiner heiligen Litanei, wird ersetzt durch befreie uns. So hat die klassische Liturgie, die klassische Form, wie sie uns in den O-Antiphonen begegnet, die Unterscheidung. Gestern haben wir gesungen, komm und erlöse uns. Heute singen wir, komm und befreie uns. Der Grund sicher für die Änderung in den 70er Jahren ist mit den Händen zu greifen. Befreiung war das große Stichwort. Abschneiden der alten Zöpfe. Befreiung von autoritären Verkrustungen. Und das hat eine Vorgeschichte im ganzen 20. Jahrhundert. Wie viele Idealisten sind angetreten unter dem Stichwort der Befreiung des Menschen aus der Sklaverei, der Befreiung aus der selbstverschuldeten Sklaverei, keine Denkverbote mehr, Gleichheit der Gesellschaft. Und wir können sehen, wohin das geführt hat. Es hat zum Totalitarismus geführt, zu den schlimmsten Schreckensherrschaften. Warum? Man hat versucht, aus sich selbst heraus die neue Gesellschaft, den neuen Menschen zu bilden. Ohne Herkunft. Und deshalb war es ohne Zukunft. Ich mache alles neu. Dieser Gestus, der inzwischen in den Gesellschaftsmodellen etwas verbraucht ist, hat sich irgendwie nur noch in den kirchlichen Modellen erhalten. Wir machen jetzt auch alles neu. Und wir machen alles anders. Wir sind immer noch dabei, ein bisschen ist das schon in die Jahre gekommen und das braucht inzwischen schon Gehhilfen, diese Idee. Wir müssen den Menschen neu gestalten, damit die Kirche zukunftsfähig wird. Die Antiphon heute, wenn sie uns lehrt zu singen, komm und befreie uns, weist uns zugleich den Weg, worin die Befreiung besteht. Eben genau nicht in jener Haltung, sondern sie besteht im Blick auf die Wurzel, auf die Herkunft. Aus der Wurzel Isais, aus diesem alten, verrotteten Königsstamm des Vaters des Königs David. Ein Königtum, mit dem irgendwann, spätestens nach dem babylonischen Exil, aber schon vorher nicht mehr viel los war. Der Abfall beging schon bei Salomo und David selber war eine äußerst gemischte Figur, wie wir aus der Heiligen Schrift wissen. Aus dieser Wurzel wird Gott ein Reis hervorgehen lassen. Aus dieser Wurzel. Das ist nicht einfach gefällt, abgeschafft und jetzt machen wir es neu. So ist nicht der Weg Gottes. Nie. Er greift zurück auf seine Erwählung. Gottes Erwählung, so sagt es der heilige Paulus im Römerbrief, ist unwiderruflich. Und das gilt auch hier. Nie gibt es Diskontinuität. Nie gibt es einfach etwas Neues, weil einer eine Idee hat oder irgendeine Gruppe etwas umsetzen will. Das ist alles zum Scheitern verurteilt, wenn es nicht aus der Wurzel Gottes gespeist ist. Aus der Wurzel, die er bestimmt. Von dort her wächst Neues, wächst die Zukunft. Und es hat immer schon begonnen. Deshalb, so verrottet dieser Baumstumpf aussieht, aus der Wurzel Isais wächst ein Reis hervor. Und diesem Reis singen wir entgegen, diesem Wurzeltrieb singen wir entgegen. Komm und befreie uns. Weil es nicht darum geht, eine neue Idee vom Menschen zu haben, eine neue Idee von der Kirche zu haben, sondern weil es darum geht, wie Gott den Menschen gemeint hat und wie er seine Kirche meint. Wie höchst notwendig ist es heute, dieses Lied anzustimmen von der Wurzel Jesse, von der Wurzel des Isai und zu rufen, komm und befreie uns. Oh.
mein Gott.